jump.
Alle Piraten werden sterben. Citrat ist prophezeit. Hey, alles klar? Ja. Nein. Was ist denn? Ich will nach Hause. Ich will nach Samar zurück. Aber mein Mann, er lässt mich nicht. Er sagt, ich gehöre ihm. Er verkauft mich an seine Freunde. Ich wollte fliehen. Ja, aber er hat was zu sagen bei den Söldnern. Keiner wird mir ohne Bezahlung helfen. Wie viel brauchst du? Hilfst du mir? Ich danke dir. Ich kenne einen Kapitän, der mich wegbringen kann. Er will Blutdiamanten von den Söldnern. Und ich habe belauscht, wo diese angeblich versteckt sein sollen. Habe ich ein Bett. Ein richtiges Bett. Massaker hier, Jungs! Du die Diamanten? Ja. Wann legt dein Boot ab? Boot? Hm, was? Wolltest du nicht die Insel verlassen? Ich wusste, dass du es versaust. Oh, nein! Halt's Maul. Um dich kümmere ich mich später. Fick dich ins Knie. Du hast ihn
Hoffnung deines Lebens. Ich frag mich, was es wohl zu essen gibt. Hey, ich kenne dich. Du hast Piraten fertig gemacht, mein Freund. Außerordentlich beeindruckend. Ein wenig brauche ich. Danke. Ganz ehrlich, schau mir in die Augen. Kein Blinzeln. So ernst ist es mir. Einige der Dorfbewohner der Gegend werden vermisst. Sind fort. Verschwunden. Puff. Da ist dieser Teich. Angeblich heilig. Ruinen auf dem Grund. Gruseliges Zeug wie bei einer Werwolf-Bar Mitzwa. Dort gehen die Dorfbewohner planschen und kommen gereinigt zurück. Aber dann gingen drei Freunde. Und die kamen nie zurück. Dann geht er nicht mehr schwimmen. Man sagt, du bist aus einem Flugzeug gesprungen. Irgendwer hat dir sicher davon abgeraten, oder? Gutes Argument. Okay, wo ist der Teich? Scheiß Piraten. Es war ein Krokodil, aber ich hab's erledigt. Fantastisch. Ein Krokodil, hm? Hat sicher Nahrung gesucht. Tja, das passiert. Aber so ganz leicht war es sicherlich nicht. Danke dir.